Seit den Morden der Zwickauer Neonazis haben wir in der alten Tante Bundesrepublik offenbar nicht nur ein Problem mit einer rechten Szene, sondern auch gleich mit einer rechten terroristischen Szene. Wenn man im Geschichtsunterricht auch nur ein Ohr halb offen hatte, dann fragt man sich schon, wie kann es dazu kommen? Wie wird man Nazi? Wir haben einen da, der kann es beantworten. Hallo Felix. Hi Franzi, grüß dich. Felix, wie wird man Nazi? Ja, da kann ich von meiner eigenen Geschichte erzählen, weil ich ja selber in der rechten Szene war. Und ich war so im zarten Alter von 14, 15, 16 Jahren, hatte ich ein ganz großes Problem damit, Autoritäten anzuerkennen. Und dementsprechend auch Lehrern und so weiter nicht sonderlich viel geglaubt. Hab vom Staat und der Gesellschaft nicht viel gehalten. Und dann kamen dann eben ein paar Faktoren dazu, die dann dazu führten. Warst du rechtsextrem? So sieht's aus. Ja. Es fängt an zu schiffen. Ab in die Hütte. Willkommen im Club. Alles klar. Felix, was ist so? Bier? Ja. Zwei helle. Danke. Sagt man unter Ex-Nazis auch Prost? Was sagt man unter Nazis? Da wird zum Wohle gesagt, weil Prost angeblich aus dem Jiddischen kommt. Ich habe es nie überprüft, also ich weiß nicht, ob das... Wir sagen herzlich Prost. Ja. Felix, du hast mit 18 deine erste Kameradschaft gegründet, damals in Erding. Das ist eine halbwegs sportliche Leistung. Ja, das kann man so sagen. Vor allem, weil ich ja mit 18 dann auch schon so weit war. Das heißt, mit 15 ging das bei mir alles los. Und in diesen 3 Jahren habe ich mich dahingehend so weit geschult, dass ich halt eben in der Lage bin, dann andere zu schulen und kleinere Führungsaufgaben zu machen. Hast du dir mit 15 irgendeine Birne um Politik gemacht? Ja, in der Tat. Also ich war auch vorher... lustigerweise im Nachhinein in der Punk-Szene habe ich mich ein bisschen angebiedert und wollte da eigentlich irgendwann mal hin. So mit 13 ging das los, ne? Oder 12 sogar schon. Und ja, ich hatte allgemein ein großes Problem auch mit Autoritäten und mit der Gesellschaft allgemein. Und deswegen, ja. Okay, aber wenn du vorher lustiger Punk warst und dann irgendwie dich der rechten Szene wirklich auch sehr angeschlossen hast, ja, könnte man auch sagen, Hauptsache dagegen, Ideologie ist eigentlich wurscht, welche, links oder rechts. Ja, in dem Alter hat schon, also in dem Prozess hat schon die Pubertät, denke ich, eine große Rolle mitgespielt. Also ich möchte nicht sagen, dass das alles unpolitisch war, weil ich ja dadurch, dass ich eben gewisse Parolen von mir gegeben habe, schon eine politische Forderung hatte sozusagen. Aber die feste Überzeugung und die ideologische, das Ideologische zu lernen, das folgte dann erst später. Aber du kannst ja jetzt nicht 18 Monate Knast, zu denen du insgesamt verurteilt worden bist, nur auf die Pubertät schieben, oder? Also nee, das ist auf keinen Fall. Das ist auf gar keinen Fall. Das hat sich ja dann alles weiterentwickelt und das wollte ich damals ja auch so. Ich habe mich ja freiwillig geschult und freiwillig an den Veranstaltungen teilgenommen. Also ich wollte schon Teil dieser Szene werden und... dafür, um dort halt ein bisschen Anerkennung zu kriegen, gehört auch ein gewisses Hintergrundwissen dann schon dazu, das ich mir dann auch selber angeeignet habe. Du warst aber 6 Monate wirklich im Regelvollzug, Erwachsenenstrafvollzug, die ganze Nummer. Ja. Und wofür? Das waren sehr viele vermeintliche Kleinigkeiten, also kleinere Verurteilungen, die dann zusammengefasst wurden. Landfriedensbruch war dabei, Beleidigung, Sachbeschädigung. Also es waren ganz viele Sachen, die da dazu dann führten. Ja. Hättest du vor 2 Jahren mit mir geredet? Nicht, weil ich blond bin, sondern ich meine jetzt so Politik und so und Recht sein und vielleicht ist es nicht so prall. Also mit 2 Jahren wahrscheinlich schon. Nein, also vor 2 Jahren hätte ich schon mit dir geredet, auch obwohl ich dann weiß, dass du dagegen bist, weil da eben mein Ausstiegsprozess schon sehr weit vorangeschritten war. Aber für mich vorher innerlich. No way. Also wenn ich mal jetzt zurückdenke, grob überspringen mal auf... Gehen wir mal auf 4 Jahre ungefähr zurück, dann auf gar keinen Fall, nein. Weil? Also, ja, weil man in der Szene eben nicht mit der Presse redet. Das ist, macht man nicht. Es gibt so ein paar Leute, die das machen von den Kadern. Die werden dafür, dann? Ja, aber die werden dafür auch ein bisschen belächelt. Also die Presse ist eigentlich ein Feind. Du sagst also, Nazis oder Neonazis sprechen nicht mit der Presse. Das ist auch so ein bisschen die Befürchtung, dass... Ich sag's jetzt mal extrem politisch, manche nicht so schlau sind und dann irgendwie ein falsches Bild entsteht? Völlig. Also das sehen die auch selber ein, dass die Leute klar, zu blöd sind. Das,
Ja, das ist tatsächlich so. Gerade bei Demonstrationen, da versuchen dann die Organisatoren und die Kader da schon ganz gewaltig darauf zu achten, dass gewisse Leute gar nichts sagen, weil sie genau wissen, dass da eben Sachen bei rauskommen, die eventuell dann vielleicht nicht so produktiv sind. Leute, die so rumgehen und sagen, du hältst mal besser die Klappe. Ja, das machen dann die Ordner bei Demonstrationen, ja. Hallo, mit der Presse muss ich reden. Also, Nazis sprechen nicht mit der Presse, haben wir gerade gelernt von Felix, aber unser Club-Konkret-Reporter Daniel, der hat es trotzdem ganz tapfer versucht. Kannst du mir erklären, warum ihr heute hier seid? Darf ich Sie mal fragen, warum Sie heute hier sind? Ja, um für die nationale Sache auf die Straße zu gehen. Was finden Sie denn so wichtig daran? Weiter hier keine Kommentare. Warum nicht? Entschuldigen Sie, warum sind Sie heute hier? Darf ich Sie mal kurz was fragen? Entschuldigen Sie, warum sind Sie heute hier? Lass mal versuchen, mit euch zu reden. Keine Chance? Du hattest doch soeben gesagt, wir könnten vielleicht noch mal reden mit jemandem. Entschuldigen Sie, warum sind Sie heute hier eigentlich? Entschuldigung, darf ich Sie mal kurz fragen, warum Sie heute hier sind? Nur angucken, oder? Darf ich Sie fragen, warum Sie heute hier sind? Gegen den Euro. Warum? Weil das so ist. Was ist wie? Weil der Euro. Ja? Weil der Euro. Weil, ja. Daniel, ich will dir nicht zu nahe treten, obwohl ich will es schon. Ja. Du hast ordentlich Angst. Ja. Du musst jetzt nicht so verschüchtert auf dem Boden schon. Ja, ich geb's ja irgendwann zu. Ich bin da hingegangen, hab gedacht, ich zeig denen jetzt richtig, wo der Hammer hängt und lass den starken Journalisten raus. Hat ja geil geklappt. Hat super geil geklappt. Ich hatte ein Megafon dabei und wollte die noch schön provozieren und habe mich nicht getraut. Also es war ja so, dass wir quasi die ganze Zeit, die kam am Bahnhof an, da haben wir sie abgefangen, wir sind 3 Stunden mit denen mitgelaufen, die hatten uns voll auf dem Schirm. Und da war mir schon klar, die gucken mich die ganze Zeit an. Da ist dann auch so ein Anti-Antifa-Fotograf. Das sind die Leute, die quasi die Antifa-Leute beobachten und die Presse fotografieren. Du wusstest halt, die haben dich voll auf dem Korn. Und irgendwann hast du Schiss. Ein paar Mal umgedreht. Ja, haben wir tatsächlich. Wir haben vorher schon besprochen, die Neonazi-Szene redet nicht gerne mit der Presse. Du hast es auch hinterher nicht geschafft, mit irgendwem ins Gespräch zu kommen. Also auf der Demo direkt überhaupt nicht. Also das sind sofort, hast du ja gesehen, der Typ mit der Sonnenbrille und mit dem Käppi, das war glaube ich so eine Art Anführer, der hat von vornherein alles abgeblockt, der ist immer gleich auf die Presse zugegangen und hat gesagt, hier wird nichts. Und dann gab es tatsächlich eine Szene, wo die mal mit einem Passanten geredet haben und als wir dazu kamen, hieß es sofort, Schnauze, mit der Presse wird nicht geredet. Hätte er Angst haben müssen vor dir, vor 5 Jahren? Nee, also Angst in meinem Fall jetzt nicht, aber ich hätte ihn auf jeden Fall auch genauso abgeblockt und als wenn ich Ordner gewesen wäre, hätte ich ihn auch von der Veranstaltung versucht wegzudrängen. Also. Wir haben unseren Club-Konkret-Leuten im Netz auch die Frage gestellt, ob man Neonazis überhaupt ein Forum geben darf in der Presse oder nicht. Ich habe da was vorbereitet. Ja, hast du mal was Digitales vorbereitet? Genau. Was kam da? Max hat mir geantwortet, sachlich fragen finde ich okay. Oft sind die Antworten auch bezeichnet, weil mehr als dumm genug für die Reportagen. Andere waren da ganz anderer Meinung. Der Josh zum Beispiel hat mir geschrieben, sag mal, das ist ein schlechter Witz jetzt, oder? Weil er meinte, mit Leuten, die so eine menschenverachtende Ideologie haben, diskutiert man einfach nicht. Die Lea hat mir dann einfach drauf geschrieben, mir hat ein Fascho erklärt, eine Woche nachdem ich von Faschos zusammengeschlagen wurde, dass sie keine Frauen schlagen. Und dann weiß man auch so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Und was ich ganz interessant frage, ist, die Nilo hat mich gefragt auf diese Frage, wie viele Facetten des Rechtsseins es überhaupt gibt. Kann ich dir nicht sagen. Kann es Felix beantworten? Ja, so eine Zahl dazu nennen, wäre natürlich jetzt auch von mir zu viel verlangt. Da muss man dann, man kann da schon differenzieren. Also es gibt rechtspopulistische Strömungen, dann gibt es extrem rechtskonservative Strömungen, dann gibt es diese völkischen Strömungen, die wirklich die mittlerweile verbotene HDJ ist da wahrscheinlich euch ein Begriff, die wirklich also mit Trachten und Uniformen rumlaufen. Dann gibt es eben die autonomen Nationalisten, die Skinhead-Szene, dann gibt es die Parteiszene, die so dann, also Szene, die dann mehr so auf Recht und Ordnung und auch ein bisschen auf ordentlich machen und so. Also da gibt es ganz viele verschiedene. In der Black-Metal-Szene gibt es rechte Strömungen, Fußball-Szene, Hooligan-Szene, Wahnsinn. Also da gibt es so viele verschiedene Abteilungen. Wir wollen euch tanzen sehen, heute heißt die Devise.
diese Raven gegen Deutschland. Wann hat es angefangen bei dir zu bröckeln? Also wann hast du gesagt, nicht unbedingt du willst raus, aber wann kamen die ersten Zweifel? Die ersten Zweifel, die kamen schon vor sehr vielen Jahren. Also ich habe mich, wie gesagt, bis ich 18, 19 war, wirklich nur, also komplett in eine Richtung belesen und wollte auch wirklich nur das und war zu diesem Zeitpunkt auch sehr radikal im Denken und Handeln und in meiner Agitation. Da kamen dann wirklich sehr, sehr viele verschiedene kleine Zweifel, die ich mir in meiner Weltanschauung ein bisschen anders zurechtgelegt hätte, als es andere tun. Es ist Umgang mit Behinderten. Ich habe, also so viel Persönliches kann ich sagen, weil es in der Szene auch bekannt ist, habe einen behinderten Bruder zum Beispiel. Da war so ein ganzes, so ein Gebiet, wo ich immer schon allergisch darauf reagiert habe, wenn es in meinem Umfeld dann passiert ist. Und ich habe mir das im Internet monatelang habe ich mit dem Gedanken gespielt und gerade am Anfang, so in der Lösung von der Szene, war das für mich noch überhaupt kein Thema. Dachte ich mir, ach komm, ich mache einfach nichts mehr und gut ist es. Nie irgendwie Angst gehabt, dass jetzt gerade die falschen Leute zuschauen? Naja, also es ist in der Szene, glaube ich, jetzt schon jedem bekannt, dass ich raus bin. Und Angst, naja, also ich habe schon sehr viele Sicherheitsvorkehrungen jetzt in meinem privaten Umfeld so treffen müssen, was natürlich jetzt auch nicht sonderlich schön ist. Aber die sind wohl doch notwendig. Wie sehen die aus? Aber was sind die? Im Detail möchte ich da nicht darauf eingehen, aber das ist halt schon so, dass ich gewiss darauf vorbereitet bin, dass jederzeit was sein könnte. Aber gibt es Momente, wo du gedacht hast, oh, im Moment sucht mich jemand? Man muss da schon aufpassen, dass man dann keinen Verfolgungswahn dann auch kriegt. Also ich schaue mich schon genauer um und ich habe auch viele Ansprechpartner, mit denen ich bestimmte Situationen, in denen ich im Alltag begegne, absprechen kann, die das dann objektiver einschätzen können als ich. Ne? Wer hat dir geholfen beim Ausstieg aus der Szene? Exit, also die Bundesinitiative, genau, die Initiative Exit Deutschland hat mir geholfen. Ich musste mich natürlich an die wenden, weil die sprechen anders als der Verfassungsschutz zum Beispiel, sprechen die keine Leute an. Macht aber auch keinen Sinn. Und wie lange hast du gebraucht, dort anzurufen oder eine Mail zu schreiben? Sehr lange. Also wirklich sehr lange, bis ich mich dann an Exit gewandt habe, da sind Monate verstrichen, die ich eigentlich schon mich für ausgestiegen habe. Und dann nochmal gezittert, bevor du auf Senden gedrückt hast? Oder? Ja, also tatsächlich, ich habe da eine E-Mail geschrieben, die hatte ich fertig geschrieben und dann habe ich sie noch mehrmals Kontroll gelesen, ob ich noch einen Wie Fehler war finde. Der erste Satz? Guten Tag, ich was würde schreibt gerne. Man denn da? Ja, ich glaube, das war sowas wie, hallo, vielleicht kennt ihr mich, weil ich habe es ja unter meinem normalen Namen geschrieben und so weiter. Und wenn nicht, dann googelt mich mal. So seht ihr, was ich so drauf habe. Ja, damit Nazi-Demos. Damit sie halt auch wissen, woher man kommt und so. Und ja, sich da erstmal so ein Bild machen können. Dann war die E-Mail dann doch recht verzweifelt, weil ich gesagt habe, ich dachte, ich schaffe es einfach so und löse mich einfach und alles wird gut. Aber so war es ja dann eben nicht und deswegen war das dann schon eine relativ beschissene Situation, in der ich mich da befunden habe. Es gibt nicht nur Exit, es gibt auch Blumio. Das ist ein Rapper, der heute hätte hier sein sollen, weil er ein Video gemacht hat, Hey Mr. Nazi, mit 10 Millionen Klicks. Und der versucht so, den Nazis die Hand zu reichen und zu sagen, hey, lass uns mal reden, vielleicht werdet ihr dann vernünftiger. Aber Blumio hat leider seinen Zug verpasst. Kann passieren, müssen wir Video schauen. Denn es ist leicht zu sagen, Nazis raus. Doch jeder Mensch kann sich verändern, ich glaub Nazis auch. Und ich sag, hey Mr. Nazi, komm auf meine Party. Stell dir meine Freunde vor, das hier sind Ruspe und Kati, Thorsten und der Fati. Wir haben denselben Humor. Und wir sagen, hey Mr. Nazi, komm auf meine Party. Ich zeig dir meine Kultur, das hier sind Sushi und Technik, Mangas und Origami. Ich kenn das seit meiner Geburt. Hey Mr. Nazi, haben wir gerade gehört von Blumio. Felix, du hast auch Musik gemacht für die rechte Szene. Welche Rolle spielt Musik dort? Ja, Musik spielt nach wie vor noch eine sehr große Rolle in der rechten Szene. Es werden dadurch Leute geködert durch die Melodien und so weiter und das Verbotene vielleicht ist für gerade also für besonders junge. Deine Einstiegsdroge sozusagen? Ja, das Wort ist vielleicht ein bisschen falsch, trotzdem. Falsch. Aber es war schon ja, die erste Berührung mit der organisierten rechten Szene. Es lässt sich leicht verbreiten. Es werden Inhalte vermittelt, politische Inhalte. Und die erste Impfung mit der Ideologie dann. Genau. Du nickst so, Daniel. Ja, ich habe so eine ähnliche Geschichte halt erlebt. Ich oute mich jetzt mal. Ich bin so in der Samba-Szene aktiv als Trommler. Ist das auch was Extremes? Das ist in gewissen Maßen auch was Extremes, ja. Aber hat eher viel mit extremem Krach und extrem viel Alkohol zu tun. Aber da hatten wir halt auch vor ein paar Jahren in der einen Gruppe mal jemanden, also eine Frau, die kam an, war stämmig, kahl rasiert, ne, hat Tattoos überall und wollte mittrommeln. Und
dann kam halt irgendwann raus, ja, die war halt auch aus der rechten Szene. Und dann gab es eine riesen Diskussion bei uns in der Band. Wir waren damals so 20 Leute. Darf die mitmachen? Und ich hab gesagt, die muss mitmachen. Wenn die schon so weit ist, dass sie sagt, hey, ich bin eigentlich mal rechts gewesen und ich mache jetzt Musik aus dem Ausland und will das machen, dann darf man die quasi nicht rausschmeißen. Weil dann muss man die Hand reichen und sagen, komm mal mit, es ist okay, dein Background interessiert es erstmal nicht. Und dann kann man ihr eben, glaube ich, das, was du meinst, auch zeigen, es gibt noch was anderes, es gibt andere Menschen, kann die so, ja, resozialisieren. Und ich habe jetzt im Zuge der Recherchen mit ihr nochmal gesprochen und sie meinte, ja, sie war so eine typische Mitläuferin. Hätte dich jemand rausholen können, wenn dich die Eltern anders verhalten hätten, die Freunde? Also die Eltern muss ich komplett aus der Schuld nehmen. Also die haben wirklich alles versucht, was ich jetzt auch im Nachhinein durch Schulungen bei Exit und so weiter auch gelernt habe, wie sich Eltern verhalten sollen. Die haben wirklich alles probiert, das war sehr schwierig. Was ich immer noch, was mir ein absolutes Rätsel ist, ich war so oft eingesperrt. Man braucht nicht glauben, dass da irgendein Sozialarbeiter oder irgendein Justizbeamter mal wirklich zu mir gesagt hat, du pass mal auf, was willst du eigentlich und was verkörperst du eigentlich da draußen? Da gab es gar nichts. Es kann doch nicht sein, dass man, also wenn ich überlege, das erste Mal, als ich im Jugendarrest war, da war ich 16, dass nicht mal da irgendjemand versucht, mit mir dann zu reden, wenn sie mich dann schon mal da abgeschottet haben. Mhm. Also. Das heißt, und in der Zeit im Knast ist logischerweise auch gar nichts passiert? Nee, also während meinem letzten JVA-Aufenthalt hatte ich Abstand und habe dann meine Gedanken für mich selber geordnet, aber auch da gab es aus der JVA heraus keine Hilfe. Nein. Früher, so vor 10 Jahren, konnte man irgendwie sagen, Glatze, Springerstiefel, alles klar, Neonazis, geht heute nicht mehr so einfach, die sehen teilweise aus wie Hip-Hopper, kopieren Sachen von der Antifa. Da ist eine Gruppe stark mit dabei, die heißen die Autonomen Nationalisten, die gibt es jetzt so seit 2005. Haben die so die rechte Szene revolutioniert? Ja, revolutioniert kann man sagen. Man muss auch dazu sagen, dass es jetzt nicht direkt eine Gruppe ist, sondern eine neue Agitationsform und Ausdrucksform eben und Erscheinungsform auch und vor allem. Die Szene revolutioniert, ja. Weltanschaulich stecken dahinter natürlich noch rassistische und neonazistische Thesen. Allerdings öffnet man sich, ganz abgesehen vom Aussehen her, auch vielen neuen Punkten, die früher eher nicht so thematisiert wurden. Es gibt zum Beispiel so Strömungen, die vegan leben, die sich dem Tierrechtsgedanken und sowas anschließen. Also das ist schon, und jetzt probiert man so auf Hausbesetzer-Szene auch in Strecken von Deutschland zu machen. Das sind Sachen, die vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen sind. Und dann besetzt man ganz eindeutig linke Themen. Ja, ja. Also man kopiert das 1:1, weil man eben sieht, dass die Antifa, also man kopiert nicht nur Linke, sondern man kopiert eigentlich sogar direkt die Antifa. Und die sehen halt wahrscheinlich, dass die etwas mehr sind als sie und vielleicht denken sie, gut, dann ziehen wir uns auch anders an, vielleicht werden die Leute dann auch Nazis. Ne? Wir haben Club-konkrete Reporter Daniel mal losgeschickt, um die neue und die alte Szene der Rechten zu vergleichen. Nazi-Demos heute. 200 Leute am Bahnhof abgefangen, von Polizei umkesselt, einmal hinten durch die Pampa geleitet und ab auf den Parkplatz. Es guckt ihnen keiner zu, es hört sie niemand. Es ist niemand da. Aber das wissen die natürlich und haben sich deswegen ganz neue Strategien ausgedacht, wie sie versuchen können, den Menschen zu erreichen. Schön, dich zu sehen. Ja. Sag mal, du bist ja Sprecher hier des Bündnisses, die sich heute gegen diese rechte Demonstration gestellt haben. Wer steckt denn jetzt hinter diesen Videos und diesen Aktionen? Welche Personen das genau sind, kann ich natürlich nicht sagen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass es Menschen sind, die Anschlussmöglichkeiten für junge Neonazis schaffen wollen. Ja? Die bieten eine Selbstinszenierung an, mit diesen Fackelmärschen beispielsweise. Wo sich die jungen Neonazis wiederfinden können und ihre nationale Revolution auf die Straße tragen kann. Ja? Das ist ein aktionistisches Angebot und deswegen auch so gefährlich.
ist mir zu hart. Also mich schreckt es ab. Wieso? Also ich habe Angst davor. Nee, ich kenne die Band gar nicht. Seit wann sind denn eigentlich rechtsradikale, Rechtsextreme so professionell? Das ist natürlich eine Besonderheit, ja, dass es geschafft wurde, so internetaffin, technikaffin, so auch neue Gruppen zu erschließen. Und das ist sicherlich leider Gottes eine Stärke der autonomen Nationalisten. Wer sind denn autonome Nationalisten genau? Was machen die? Was macht die aus? Das sind Nazis, die können Hip-Hop hören, die können Hardcore hören. Ja, die können also eben jeder Subkultur nachgehen. Aber letztendlich das Gemeinsame ist das völkische, nationalistische Gedankengut. Eine Sekte. Das ist halt krass. Also das sieht aus nach einem Aufruf von Märtyrertum, so vor allem geh sterben, heute am besten noch für Deutschland. Mhm. Das ist natürlich sehr anschlussfähig. Der tumpe Neonazi wie in den 90er Jahren, also der Skinhead, der ist eben nicht mehr anschlussfähig bei vielen Jugendlichen. Und so bieten sie den Jugendlichen auf der einen Seite ihren Hobbys, ihren Ideen und ihrer Subkultur nachzugeben, aber auf der anderen Seite bieten sie eben auch einfache rassistische Lösungen. Wirkt an sich schon irgendwie anlockend und so. Aber ich merke, du bist ein bisschen beeindruckt, oder? Ja, irgendwie schon. Aber es ist, also eher im negativen Sinne, es ist gruselig. Aber es wirkt, absolut. Es wirkt auch dann sozusagen auf mich. Nur halt, dass ich nicht begeistert bin, sondern dass ich eher mir denke, ach du Scheiße. Gibt es da Erkenntnisse? Also weißt du irgendwie, wie gut das ankommt? Ob die jungen Leute darauf anspringen? Ich denke, gerade dieses gewaltaffine, aktionistische kommt leider recht gut an. Es zeigt Entschlossenheit. Die sogenannte nationale Revolution wird auf die Straße getragen. Und das kommt gut an? Das kommt leider Gottes bei jungen Neonazis gut an. Die autonomen Nationalisten tarnen sich als Hip-Hopper, sind aber Rechtsradikale. Was kann man gegen so eine Szene tun, die so ihren Nachwuchs anziehen, indem sie sich harmlos geben? Ja, die Inhalte halt immer durchleuchten, gerade wenn sie halt nicht mehr aussehen wie klassische Nazis, dann immer wieder auf die Forderungen achten und dann darauf zu zeigen und zu sagen, hier schaut, das wollen die eigentlich. Und wenn man dann tatsächlich in verschiedenen Jugendkulturen dann eben einzelne von diesen autonomen Nationalisten hat, dann ist jede einzelne Jugendkultur auch gefragt, dort eben gezielt auf die Leute auch zuzugehen, die zwar abzugrenzen, damit sie andere nicht rekrutieren können, aber auch dann versuchen, auf die Leute zuzugehen und ihnen zu sagen, ihr macht da gerade große Scheiße. Aber du hast ja als ehemaliger Rechtsradikaler Erfahrungen. Wie hast du damals in deiner Kameradschaft, die du selbst gegründet hast, wie habt ihr versucht, an neue Leute ranzukommen? Also ganz klassisch. Man probiert über Aufkleber zum Beispiel, die jetzt auch nicht mehr so aussehen wie so alte NPD-Aufkleber, Arbeit, Freiheit, Vaterland oder so ein Schmarrn. Also kein deutschtümelndes Ding. Nee, so, genau, so möglichst, dass es so aussieht wie von anderen Jugendkulturen, so das Stadtbild schon mal ein bisschen zu bestimmen. Also die Laternenfehler richtig voll zu machen damit und dann auf Infoständen eben den Leuten Flyer in die Hand drücken, immer darauf zu achten, dass man nicht so aussieht, wie das Fernsehen es eben zeigt. Ja, was ja. Ja, du hast ja so einen Pulli an, ich finde ihn nur ein bisschen schwierig. Ja, das hat. Nein, überhaupt nicht. Das ist politisch total korrekt, würde ich sagen. Völlig in Ordnung. Also, es ist irgendwie so aus der Hip-Hop-Szene oder so eine Marke. Aber es funktioniert auch. Weißt du, ich bin da bei diesem Bahnhofsvorplatz in Frankfurt-Oder gestolpert und wir haben die ganze Zeit diese Leute gesucht und waren immer so: Ah, da ist einer. Ach nee, doch nicht. Da ist, aber ich frage mich gerade, wenn nicht mal du und ich oder wir checken, wer rechtsradikal ist, wie soll es dann ein Innenminister Friedrich irgendwie peilen, was in dieser Szene im Moment los ist? Also, hast du das Gefühl, die Politik hat das auf dem Schirm, was in der rechten Szene passiert? Du darfst antworten. Undiplomatisch. Also, ich sag mal, ich hoffe, dass sie es nicht so auf dem Schirm haben, das Innenministerium und so weiter, weil sonst finde ich es schon ein bisschen schwach, was tatsächlich dort unternommen wird. Also, an den guten Menschenverstand hoffe ich, dass die das vielleicht irgendwie falsch einordnen und dass es nicht irgendwie bewusst gerade alles... Du bist immer noch diplomatisch. Kannst du mit Ja oder Nein antworten? Hat die Politik auf dem Schirm, was in der rechten Szene passiert? Komm, sag's. Nein. Du hast es gesagt. Okay. Jetzt gab es die Morde der NSU, die das ganze Land sehr aufgewühlt haben. Hast du das Gefühl, das könnte was sein, was die rechte Szene sogar noch beflügelt, weil das Leute mehr anzieht? Vergrößert sich die Szene oder kann man das nicht sagen?
Also ich glaube nicht, dass die jetzt wirklich einen großen Zulauf haben an neuen Leuten, die sich jetzt deswegen der Szene anschließen. Was aber meine Beobachtung, also nicht nur meine Beobachtung, sondern auch die von anderen ist, ist tatsächlich, dass sie offensiver jetzt gerade sind, weil sie sich vielleicht ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlen. Und weil sie eben, also es gibt wirklich in der Szene Strömungen, die sagen, das ist gut, weil irgendwann muss man mal damit anfangen. Und die haben es so lange geschafft, im Untergrund zu leben. Werden dann auch mit der RAF verglichen. Aber so die öffentliche Meinung ist natürlich, dass es alles vom Verfassungsschutz komplett inszeniert wurde. Solange die Rolle der V-Leute da drin nicht eindeutig komplett aufgeklärt wird, und das muss, glaube ich, sofort sein, eigentlich hätte schon gestern sein müssen, tut sich die Szene natürlich leicht damit, das zu behaupten. An der Rolle der V-Leute hängt ja auch das NPD-Verbot. Wärst du dafür, die NPD zu verbieten? Ich muss sagen, also ich bin auch selber durch die NPD-Strukturen eigentlich erst an dieses Netzwerk, an das bundesweite Netzwerk überhaupt herangekommen. Also würde ich sagen, die NPD muss verboten werden. Also da führt eigentlich kein Weg dran vorbei, aber wenn sie verboten wird, dann bitte nicht, damit die Politiker sich dann alle feiern lassen und sagen, hurra, hurra, wir haben es geschafft, sondern wenn, dann muss da bei null angefangen werden in der Präventionsarbeit und in der Ausstiegsarbeit, und da muss dann wirklich konsequent gesagt werden, wir fangen jetzt mal komplett neu an und gehen dieses Thema mal richtig an. Dann sollte Frau Bundesfamilienministerin Christina Schröder, die zuständig ist für die Programme, vielleicht auch ein bisschen Geld wieder zurückgeben, oder? Ja, das wäre, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Also ein paar Fördermittel für zivilgesellschaftliche Organisationen, statt dann mit der Extremismusklausel zum Beispiel dann den Leuten noch zusätzliche Aufgaben aufzudrücken. Was muss passieren, damit die rechte Szene sich möglichst bald in Luft auflöst? Inhaltliche Auseinandersetzung statt großer Lippenbekenntnisse und diesem großen, ich bin derjenige, der das meiste gegen rechts tut. Die Zivilgesellschaft muss mehr gefördert werden. Das kann nicht alles Aufgabe des Staates sein. Der Verfassungsschutz sollte ein bisschen aufpassen, wen er als linksextremistisch einstuft. Das ist auch so eine Geschichte. Aber ist es wirklich, das möchte ich mir einmal noch, weil da hast du auf der Demo auch erlebt, dem Verfassungsschutz wird immer der Vorwurf gemacht, die sind auf dem linken Auge extrem scharfsichtig und rechts sind sie blind. Würdest du also auch so bestätigen? Kurz den Satz einmal durch den Kopf gehen lassen. Also sie sind auf jeden Fall sehr fragwürdig in der Präventionsarbeit, in der Ausstiegsarbeit und natürlich diese V-Leute-Geschichte finde ich auch. Also Erfolge werden da ja wohl nicht verzeichnet, wie man jetzt an der aktuellen Debatte sieht. Also sie versuchen es doch. Aber eben, also ich habe da oftmals den Eindruck, natürlich nicht bei allen, ich kann das natürlich auch nicht so durchleuchten, weil ich die linke Szene jetzt auch nicht beobachte oder so, aber ich habe da oft schon den Eindruck, dass sehr viele Initiativen als linksextremistisch eingestuft werden, die eigentlich nur versuchen, aus der Zivilgesellschaft heraus den Rechtsextremismus zu bekämpfen, und zwar mit demokratischen Methoden, ohne Gewalt. Und das ist natürlich fatal. Und die landen dann auf Beobachtungslisten. Und im Verfassungsschutzberichten, ja. Und wenn das ein ehemaliger Neonazi sagt, dann sollten wir uns vielleicht alle ein paar Gedanken machen. Das war Club Konkret für heute. Den nächsten gibt es in 2 Wochen. Thema liegt im Netz für euch parat. Und ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter und auf Facebook folgen. Ich hoffe auf Wiedersehen.